Wie der Zufall es will, bekam ich nun einen Aircooler von Sichler in die Hände. Das Interessante dabei ist, dass es sich um einen Luftkühler mit Peltiertechnik handelt. Optisch finde ich den Sichler Aircooler sehr gelungen, dabei ist er alles andere als kompakt. Bei Nichtgebrauch sind die Lamellen und das Innenleben durch eine Klappe geschützt, die beim Ein- und Ausschalten runter bzw. hochfährt, automatisch. Zur Leistungsmessung stehen die gleichen Geräte wie auch bei meinem mit Peltier modifizierten Luftkühler zum Einsatz zur Verfügung. Ein Wasserthermometer, zwei Luftthermometer, eine App zur Schallmessung und eine Powerstation, die den Verbrauch in Watt angibt. Zur Verfügung steht ein kleiner Raum mit ca. 10 Quadratmetern, ähnlich einem Wohnmobil oder Camper, und ein großer Raum mit ca. 30 Quadratmeter. Alle Tests wurden mehrfach wiederholt und ein Mittel gebildet. Sobald die Kühlung eingeschaltet wird, das heißt, das Peltier-Element arbeitet, indem es das Wasser kühlt, liegt der Verbrauch bei 150 Watt. In der höchsten Stufe steigt der Verbrauch auf 190 Watt. Testraumtemperatur. Der kleine Raum mit etwa 10 Quadratmeter konnte in 30 Minuten um 1,2 Grad heruntergekühlt werden. Dabei stieg die Luftfeuchtigkeit um 14%. Der größere Raum mit ca. 30 Quadratmeter konnte in 30 Minuten um 0,6 Grad gekühlt werden. Die Luftfeuchtigkeit stieg dabei um 6%. Die Wassertemperatur wurde mittels Peltier um 3,1 Grad und die Luftaustrittstemperatur an den Lamellen gemessen um 2,7 Grad gekühlt werden.